So, hallo zusammen und willkommen zum nächsten Video. Und nach den leider nicht so erfolgreichen letzten Spielen, kurzen Blick auf die Tabelle, Platz 15. Dementsprechend sind wir genau dort, wo wir nicht hinwollen. Das heißt, wir müssten jetzt definitiv punkten gegen Augsburg und das zu Hause. Meine Stimme verlässt mich jetzt gleich wieder. Ich werde jetzt schnell was trinken. Kurz zu der Aufstellung. 4-4-2, ein, zwei Änderungen. Innenverteidigung haben wir ausgetauscht und Bittencourt kommt jetzt mal für Osborne von Anfang an. Ansonsten rutscht Nils Petersen nach der Verletzung das erste Mal in den Kader und Orban komplett auf die Bank und Francis raus, dafür als Backup auf der Bank der Jong. Und ja, da Petersen drin ist, rutscht auch Keita Ruel aus dem Kader. Dementsprechend nicht viel Großes verändert, außer die Thematik, dass wir jetzt doch mit einer Zweierverteidigung starten. Und ich hoffe, dass jetzt meine Stürmer heute ein bisschen Zielwasser getrunken haben, dass sie endlich mal den ersten Treffer machen. Wir sind jetzt natürlich bis jetzt vom Sturm doch relativ enttäuschend, 0 Tore. Und hätten wir nicht Ravi, dann würde es noch schlimmer aussehen. Tore haben wir genügend gemacht, leider haben wir auch viel zu viele Tore bekommen. Dementsprechend haben wir jetzt in 5 Spieltagen nur einen Sieg geschafft. Das ist natürlich nicht sehr, sehr gut. Also dementsprechend haben wir viel Luft nach oben und ich hoffe, dass wir jetzt gegen Augsburg hier den ersten Schritt machen. Kurze Thematik ins Blickfeld. Ich habe da 3 Spieler, die ich verpflichten möchte. Auf der einen Seite gehen 2 Spieler aus der zweiten Mannschaft und 2 sollen kommen. Breno, bekannt aus Bayern-Zeit natürlich, mit Stärke 65, 33 Jahre alt. Also da wird schon noch was gehen als Backup für die zweite Mannschaft, genauso wie Jamal Baptiste. 19 Jahre jung, auch als Innenverteidiger für die zweite. Und noch ein Spieler, sehr interessant, Dane Scarlett aus der Premier League von Tottenham, aus der Jugendabteilung, zwar noch nichts geschafft, aber ablösefrei und auch ein guter Stürmer für die Zukunft. Dementsprechend kann auch in der ersten dann zu seinen Einsätzen kommen. Dann haben wir einen sehr jungen Sturm, hat auch den Hintergrund, Moukoko will seinen Vertrag hier nicht verlängern. Dementsprechend müssen wir uns schon mal mit Backups beschäftigen. Wunderbar. Also, dann legen wir mal los gegen Augsburg schon langsam. Wie gesagt, entscheidend ist natürlich, dass wir, ja, eigentlich müssen wir gewinnen. Das ist alles andere, wäre zu wenig. Aber leichter gesagt als getan. Wie gesagt, der Sturm macht uns doch größere Sorgen. So, Scarlett hat auf jeden Fall funktioniert. Der ist schon da. Wunderbar. So. Jetzt schauen wir mal, ob. Und Baptiste ist auch da, Scarlett ganz normal und Breno ist auch da, wunderbar. Also sind dann eigentlich alle 3 schon relativ schnell über die Bühne gegangen, alle 3 Transfers. Das ist sehr gut. Wunderbar. Jakobsen läuft gut. Was tatsächlich sehr gut läuft, muss man sagen, ist die zweite Mannschaft. Die sind in der dritten Liga sehr erfolgreich. Sind hier 22 Punkte, Platz 4, also haben im Abstieg nichts zu tun. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Ja, doch dann ein bisschen überraschend eigentlich, aber jo. Warum jetzt Baptiste nicht reinrutscht für Santana, weiß ich zwar nicht, aber wird schon seine Gründe haben.
Höchste mit 63, das ist durchaus ein bisschen skurril. Ich glaube, da können wir einstellen, muss aufgestellt werden. Ist eigentlich ein ordentlicher Innenverteidiger. Es wäre mir wichtig, dass er spielt. Dann haben wir genügend Leute als Backup. Tobias Müller. Aber eigentlich sollten wir nach dem Leistungsprinzip gehen. Also schauen wir mal, ob er sich dann auch alleine durchsetzen. Lassen wir es mal so. Wunderbar. Also jetzt gehen wir in die erste. Da ist Ravi verletzt. 4 Tage. Und jetzt können wir mal gleich ausprobieren, wie es aussieht. Ohne den stärksten Mann auf dem Platz. Ich hoffe, wir können das irgendwie kompensieren. Jetzt rutscht dann Orban doch in die Mannschaft. Okay, also Hiobsbotschaft gegen Augsburg, wichtiges Spiel und der stärkste Spieler fällt aus. Jetzt können die Jungs mal zeigen, dass sie es auch ohne ihn schaffen. Und dann legen wir jetzt mal los. So. Wir spielen natürlich in Weiß. Wunderbar. So, und es geht los. Stadion ordentlich gefüllt. Jatta bleibt gleich hängen. Das war gar nicht mal so schlecht. Bittencourt verliert den Ball. Oh, viele Ballverluste jetzt. Auch ganz schlechte Pässe jetzt am Anfang, vor allem Jatta hier. Jetzt kriegen wir wenigstens mal das Foul und Gelb. Nico Schulz. Da sieht man schon, was die für einen Kader haben. Und Freistoß in den Abseits, ins Abseits, also kann man natürlich auch besser machen. Warum lässt man den Ball nicht raus? Das ist mir echt ein Rätsel. Aber so können wir wenigstens faul und kriegen die gelbe Karte. Also ab und zu, Navas hat schon sehr skurrile Ideen. Die nächste gelbe. Also es geht relativ grob zur Sache hier. Aber wir haben irgendwie noch keinen Zugriff auf das Spiel. Jetzt vielleicht mal, Ball auch schon wieder weg. Was war das Handspiel? Die nächste gelbe. Fargasch, also Augsburg ist schon ordentlich gezeichnet. Gut verteidigt. Aber nach vorne müsste halt irgendwas passieren hier. Die Pässe sind echt wirklich. Oh mein. Fikir, jetzt mal vielleicht Bittencourt. Eieiei. Freistoß. Ah. Mei, oh mei, oh mei. Ich weiß nicht, wann meine Stürmer mal das Tor treffen. Also, das ist wirklich jetzt schon beängstigend. Jetzt fängt sich Jatta auch noch die gelbe ein. Die einzige Position, die wir nicht ersetzen können. Wunderbar.
Und Coco bleibt hängen. Jetzt vielleicht mal Bittencourt. Keiner da. Nächster Versuch. Jetzt ist er endlich drin. Also, so sehr man sich über das Tor freut, so sehr bin ich echt sprachlos, wie diese zwei Stürmer nicht auf dem Feld sind. Das ist wirklich unglaublich. Und das war jetzt knapp. Also eine knappe Führung zur Pause. Ja, schwierige Situation. Rannte raus, weil Gelb-Rot gefährdet. Die Thematik wäre, was könnten wir machen? Jatta raus. Und wir könnten Van Roy bringen. Das wäre die einzige oder die bessere Option, aber ich glaube, ich warte jetzt noch ein bisschen. Guter Ballgewinn. Bittencourt. Leider noch abgefangen vorher, aber die Idee war schon mal gut. Abseits, nee, Fekir. Jawohl, endlich. Endlich. Ein Stürmertor. Ein Stürmertor. Fekir abgewehrt und dann im Nachschuss. Unglaublich. Das erste Stürmertor in der ersten Liga. Sehr, sehr gut. So, Mukoko. Rein, ah, der geht durch. Ah, leider nicht. Ja, dass ihr weit ist, war abseits, oder? Nee. Also bisher ganz gut. Jetzt werde ich aber trotzdem Jatta rausnehmen. Und auch Ziyech darf raus, dafür kommt Nils Petersen rein. Gut verteidigt. Fekir, Bittencourt. Mukoko jetzt. Ah, warum läuft er nicht durch? Jatta. Nächstes Foul. Leider abgewehrt. Mukoko jetzt nochmal Bittencourt. Eieiei. Aber Bittencourt macht richtig Radau da. Wirklich super. Sein bestes Spiel bis jetzt. So, wir könnten auf jeden Fall noch ein bisschen wechseln. Der Jong kommt rein. Deutliches Abseits. So, können wir das jetzt halten über die Zeit? Wieder Abseits. Also die Abseitsfalle funktioniert bei Augsburg. Nächster Versuch. Gut geblockt, ganz wichtig.
Aber jetzt verlieren wir die Bälle. Sehr, sehr schwierige Situation jetzt. Dementsprechend sichern wir jetzt einfach mal das Ergebnis ab. Nicht besonders charmant, aber die 3 Punkte sind wichtig. So, Eckball. Sehr, sehr gut. Petersen, super Pass. Van Rooij. Bittencourt. Also der macht ein super Spiel heute. Die Verteidigung ist heute auch sehr konzentriert. Van Rooij rein nochmal. De Jong. Außen. Van Rooij nochmal. Petersen in der Mitte vielleicht. Leider nicht, aber Zeit ist um. Jawohl. Also, zum Schluss reicht es. 2 zu 0 gegen Augsburg. Sehr, sehr, sehr wichtige 3 Punkte. Und das Allerwichtigste, das erste Stürmertor. Ball besitzt auch ordentlich, Chancen relativ ausgeglichen, aber ja, sehr wichtig. Das Stürmertor ist exorbitant wichtig. Und Bittencourt hat heute wirklich sehr, sehr stark gespielt. Wenn er seine Form so behält, dann wäre das natürlich wirklich sehr, sehr wichtig für uns. Tolles Spiel. Und ja. Bei Zirkzee würde ich sagen, wird es jetzt langsam dramatisch. Ich weiß nicht, wie wir ihm ein Tor bescheren können. Vielleicht durch einen Elfmeter irgendwann, aber ansonsten hat er wirklich Probleme. So, die zweite spielt unentschieden. Und jetzt kann man auch schon viel entspannter in das Spiel gegen Bayern gehen. Ohne die große Erwartung oder noch einen größeren Druck zu haben. Also diese 3 Punkte gegen Augsburg sind extrem wichtig gewesen. Mannschaft der Woche, Bittencourt natürlich. Das ist absolut verständlich. So, was mir auch sehr gut gefällt, ist, dass Kalobah tatsächlich jetzt auch von der Form her sich deutlich steigert und ist ein sehr guter Verteidiger. Also glaube ich, diese Paarung hier hat mir sehr gut gefallen mit Huante. Ja, war die beste Leistung diese Saison. Jatta hat es auch eigentlich nicht schlecht gemacht. Kann man eigentlich nicht unzufrieden sein. Also ein bisschen einen kleinen Lichtblick rein macht es gut. Witzel haben wir gar nicht gebraucht heute. Moukoko wichtig, das erste Tor und wie gesagt, bei Zirkzee muss man sagen, da muss jetzt hoffentlich bald mal der Knoten platzen. Petersen hat auch ein bisschen gespielt, Form geht schon gleich nach oben. Sehr gut, bin ich sehr zufrieden. Wunderbar, dann würde ich mal sagen, diesmal ein sehr kurzes und knappes Video. Und wir sehen uns dann gerne beim nächsten Spiel wieder. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute, viel Spaß, super Ergebnisse und das Wichtigste ist, bleibt gesund. Bis dahin, ciao, ciao.